Wir Logopädinnen und Logopäden untersuchen Menschen aller Altersgruppen und orientieren uns in der Therapie an den Bedürfnissen und Möglichkeiten der einzelnen Betroffenen. Im Klinikum sind durch die moderne technische Ausstattung auch sehr spezielle Untersuchungen und Therapien möglich. Vor allem im Bereich der Audiologie hat dies große Bedeutung. Schon bei Neugeborenen wird noch während des stationären Aufenthalts ein Hörscreening durchgeführt. Fallen im Kleinkindalter Hörprobleme auf, kann durch eine sogenannte Spielaudiometrie eine vorhandene Schwerhörigkeit früh festgestellt werden. Bei der Hirnstammaudiometrie wird das Hörvermögen mittels Elektroden und ohne Zutun der Patientin überprüft. Die Auswertung erfolgt über den Computer. Auch Stimmstörungen können Menschen aller Altersgruppen betreffen. Vor einer logopädischen Therapie erfolgt immer eine Stimmdiagnostik. Nach ausgedehnten Kehlkopfoperationen unterstützen wir die Betroffenen dabei, eine Ersatzstimme zu erlernen. Wir klären außerdem Menschen mit Schluckstörungen auf allen klinischen Abteilungen ab und je nach Diagnose steht die Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Schluckvorgangs im Vordergrund. Eine Schluckstörung kann die Folge verschiedener Erkrankungen sein, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder einer Krebserkrankung. Unsere Tätigkeit, vor allem auf Intensivstationen, umfasst unter anderem auch das Trachealkanülenmanagement bei Menschen nach einem Luftröntgen. Aber schon bei den Kleinsten ist unsere Arbeit als Unterstützung für eine optimale Entwicklung ausgesprochen wichtig. Was wäre ein Krankenhaus ohne diese 7 Berufsgruppen der medizinisch-technischen Dienste? Sie sind in der heutigen Zeit aus einem Krankenhaus nicht mehr wegzudenken. Allein im Klinikum Graz arbeiten 700 MTDs zum Wohle aller Patientinnen und Patienten. Noch mehr Informationen zu den MTDs finden Sie auf unserer Homepage . Wir haben ein großes Interesse an Medizin und Technik. Und vor allem ein Herz für Menschen.